Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Arsch. Wir werden mal gleich den Zuckerrüben uns hier erledigen, sozusagen. Dazu werden wir ganz kurz im Fahrzeug hier beiseite fahren. Und zwar Richtung Hof. Aber stehen lassen. Dann gehen wir in den LKW rein und werden gleich entladen und gleich zum nächsten Ausgang entladen der Zuckerrüben. Das ist nämlich auch wichtig, dass die entsprechend arbeiten kann. Da wir in nächster Zeit ein paar Dinge verkaufen können an den BGH bzw. an unser BGH und wir das Geld kriegen für Strom normalerweise. Denn bis zum Zucker in die Fabrik zu fahren, wir sind so weit. Das würde sich nicht rentieren. Also der Preis ist eh im Keller. Und deswegen sage ich mal, werden wir den mal gleich mal hier ja, entsorgen. Ne? Rüben sind fast fertig. Was wir jetzt auch machen müssen, sind Kartoffeln, die leer werden. Und die zweite Maschine, die ich schon geholt, die schon gemietet ist, die werden wir gleich holen und mit einsetzen, ne? Mit normalen Helfer, sobald der andere hier die Runde fertig hat. So, da kann der stehen bleiben. Geht mal gleich rüber. Dann werden die Kartoffeln gleich zum Hof gefahren. Der hier ist ein bisschen klein, das sind nur 5,5 Hektar, 5,6 kann man sagen. Und hier sind das locker 8,5, also naja, 3 mehr. Nun weiß ich nicht, mal gleich gucken, ob die BGH schon durch ist. Obwohl dafür aktuell keine Zeit für haben. Also da würde ich ja mit Förderband arbeiten und das dann laufen lassen, aber aktuell. Wo sehen, dass die Kartoffeln und die Rüben vom Feld kommen. Die Rüben ist ja eigentlich schon fast erledigt, aber die Kartoffeln die brauchen noch ein bisschen, ne? Der ist noch nicht voll. Guck ich vorbei. Der Tank ist leer, der hat auch noch. Was für ein Tank ist leer? Treibstofftank, Düngetank. Ne, muss man doch wissen. Ja, mit 53 bin ich schwach, aber der ist eigentlich auch nur für Feldarbeit gedacht. Weil der die entsprechende Leistung ist der größte Messer Ferguson, der große, ne? Ja. Eigentlich schlecht. Wenn dichter ranfahren, ne? Ein bisschen Sound hören, ne? Ja, ich weiß, ich bin ganz gerne ein Freund der weiten Entfernung, aber für den Ton ist es nicht so gut. Piepmatz! Hört sich auch hier. So, dann mal gleich einen zweiten herholen, ne? Und dann werde ich mal gleich mal schauen. Und zwar begutachten. Mod. Ja. Also die Farbe kann man sich aussuchen. Ich habe bei grün belassen. Das ist im Grunde erstmal nebensächlich, weil ich ja nicht ich wollte mal einen zweiten mehr gucken. Müsst ihr hier kaufen? Ja. Und zwar ein Anhänger, den Typ schon habe. Wollte ich mal gucken. Der geht rein, wo der nicht geeignet ist. Und
zwar diesen. So, hier hat er aktuell Moment 38.000. Das wäre derjenige, wieder im Hof ist, nur halt ein bisschen mehr. Design. Das ist im Grunde egal. Die Reifenwanne wäre auch egal. Das wäre für 42.000. Das könnte für die Maschine zu hoch sein, das weiß ich nicht genau. Aber extra mieten deswegen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wer steckt im Verkehr fest? Das ist ja typisch. Da kriegt er den Stoffel nicht rein. Zu hoch. Wir sind ja fast fertig. Das ist super. Dann müsste der mal wieder vor sein, normalerweise. Müssen wir probieren. Kriegen wir ein bisschen mehr rein, ne? Ja. Probieren geht schon wieder, ne? Geld? Ja, gut. Es reicht ja nie auch das Geld, das ist das Problem. Sollte eigentlich kein Problem haben im Moment, ja, ne? Deich. Ein bisschen nehme ich hier noch ab. Der Röhmfotzi wird fertig. So. Muss ich irgendwie noch vorbeifuschen. Fuschen. Ja, irgendwie. Geht schon. Die FPS haben wir ja nur. Leistung, Grafikkarte 40%. Das ist mir nicht verständlich. 31. Cool. Hm. Aber es ruckelt nicht, sagen wir so. Die Kartoffeln wollen ins Lager, Junge. Warum fährst du so langsam? Schweine haben wir wieder gekriegt, neue. Die sind extrem fruchtbar. Du musst am Futter legen, das hier. Dann auch einen leeren Tank. Das wird noch fertig, wenn man macht, wenn die aussaht. So. Ob der Ton passt? Den Kampf. Wiederhole mich wieder. Stell ich mal fest. Wie gut. Zeit für Cappuccino. So. Toppel noch Stümper fertig. Dann müsste ich mich auch schon mal anmelden. Na, da wird auch frei, ja. Okay. Dann machen wir gleich die Rüben fertig und dann ist mit Rügen erledigt.
genau, da hat sich auch gemeldet. Das habe ich da auch noch kurz auf gerade, dass ich mit den Kartoffeln aufholte. Da muss ich mir Zucker was einfallen lassen. Das ist ein bisschen zu ungünstig. Ne? Verband arbeiten. Ja, mit zwei Geräten wäre gut. Jetzt auch Abfahrer haben, ne? Das ist eigentlich ein Problem. Nächste. Ah, ja. Natürlich nehmen wir den Rest hier mit, ne? Muss man da vorne stehen, da vorne ist noch ein bisschen was. Denn wir können nichts verschenken. Aber er hat gut gearbeitet. So im Großen und Ganzen kann man nicht meckern. Das Unkraut. Vorne war ich vorne was gewesen. Ich kann das mal ausfahren. Hier war noch ein Streifen. Und links hier noch ein. Dann haben wir das. Eine Feld geerntet. Die Rüben ausreichen, ne? Aber wenn wir den Zucker mehr nutzen wollen, müssen wir mal nachdenken im nächsten Jahr, ob wir ein paar kleine Felder uns zulegen werden. Ich habe relativ gut Kartoffeln waren, ne? Aber Erdfrüchte, das wird nicht funktionieren. Könnten wir hier Mais machen und da drüben, wo Mais, Raps war, da Kartoffeln. Oder Rüben. Rüben, Kartoffeln weniger, Rüben. So. Dann geben wir den gleich zurück, ne? Okay. Garage. Und zwar. Der Holmer. Und den holen wir. Oh, weg ist er. So, können wir mal stehen aus dem LKW. Wir werden mal gleich einen zweiten Gerät dazu nehmen. Das Hof. Dann düsen wir gleich zum Feld und werden wir gleich einsteigen. Bisschen was kommen, ne? Muss ja was, ne? Yes, so wenig. Dann können wir auch 30 Euro laden, ne? Wir sparen ein bisschen Gigabyte ein, aber. Dann haben wir so 4K oder 2K. Die auch eine Variante. Temperaturmäßig. Passt so, ne? 160 Grad. Und ganz andere Werte gehabt. Haben wir an hier. Position, ne?
So, wo ist der Fuzzi? Hier oben. Ausklappen, ne? Sieht ein bisschen anders aus. Optisch gesehen. Gerade machen wir vorne. So. Die eine Spur noch machen, dann können wir die nächste gleich voll durch loslegen. Dann lassen wir normalen Helfer arbeiten. Dann können wir die nächste leider zunehmen, egal. Hauptsache wir haben eine volle Breite. Mal sehen, ob der Helfer ausreichend ist. Das könnte knapp sein. Beim Wenden. Aber mal sehen. Ansonsten müssen wir ein bisschen Vorgewende fahren. Fangen wir so an. Das macht ja ziemlich schnell. Okay, da ist er eben ein Breiter. Ist ein bisschen unrealistisch, wenn mir das persönlich stört. Wenn man 20 km/h fährt. Oh, die Arbeitsbreite passt schon mal. Da vorne haben wir einen kleinen Blinker. Mit Leben, ne? So, Lysio, das soll es vorher gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier immer mal auf, wie der Schütze und wie Gewinkel. Ja, ne, also, es geht dann im Anschluss weiter. Mit der Ernte Kartoffeln. Drüben ist er fertig. Und dann sehen wir weiter. Nochmal kurz Tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.